Oh, das ist das Rezept von dem Brot, das wir am liebsten essen, schmeckt uns auch am besten und ist auch gesund. Dazu nehme ich 50 Gramm Roggenschrott. Kann auch mal 5 Gramm mehr oder weniger sein, ist nicht so wichtig. Zwei Löffel Sonnenblumenkerne. Zwei Löffel Kürbiskerne. Und drei Löffel Leinsamen geschrottet. Zum Schluss kommt noch 120 Milliliter Wasser. Das Ganze vermische ich ganz gut und lasse dann ungefähr 2 Stunden einweichen. Und jetzt circa 220 Milliliter Wasser. Muss lauwarm sein, so ungefähr 39 Grad, damit die Hefe besser geht. Dann nehme ich die Hälfte von einer Packung Hefe, mische das Ganze ganz gut, bis sich die Hefe aufgelöst hat und lasse das alles dann so lange stehen, bis es angefangen hat zum Schäumen. Natürlich kommt auch noch ein Teelöffel Zucker dazu. Wasser-Hefe-Zucker-Mischung schäumt schon. Roggenvollkornmehl, 150 Gramm. Weizenmehl, Typ 550. Davon nehme ich 250 Gramm. Meersalz benutze ich immer. Wenn man schon Brot backt, soll es ja auch gut sein. Dann würde ich auf jeden Fall Meersalz empfehlen. Davon 1 bis 2 Teelöffel.
Ein Teelöffel Zucker. Das Ganze vermische ich mal ganz kurz. Und das Wichtigste ist natürlich Sauerteig. Ohne Sauerteig klappt das Brot nicht. Davon nehme ich ungefähr 150 Gramm. Und dann stelle ich auch selber her. Und zwar mit Roggenvollkornmehl und Wasser. Wie ich Sauerteig herstelle, werde ich in einem anderen Video zeigen. Jetzt kommt Wasser-Hefe-Mischung dazu. Jetzt gut verrühren. Ein Brotteig sollte man mindestens 10 Minuten kneten, nur dann geht es schön auf. Nachdem sich alles vermischt hat, kann man jetzt mit dem Handmixer weiter kneten. Da braucht man kein teures Gerät, keine teure Küchenmaschine oder sowas. Das macht auch ein billiger Handmixer. Ich habe den von Bosch gekauft für 16 Euro und tut die Arbeit genauso gut. Nach 10 Minuten Kneten lassen wir den Teig abgedeckt ungefähr für 25 Minuten gehen. Brotbackform gut einfetten.
Nochmal kurz kneten. Die Arbeitsfläche gut bemehlen. Und nochmal kneten, immer von außen nach innen am besten zusammenfalten. Nochmal mit der Hand festkneten. Und jetzt sind wir eigentlich schon mit der Arbeit fertig. Das Brot kommt in den Backform rein. Dann wird das mit einem feuchten Tuch abgedeckt und lasse es nochmal so ungefähr 40 bis 50 Minuten ruhen. So sieht es nach 10 Minuten aus. Und so sieht es nach 40 Minuten aus. Es ist schon fast doppelt so groß und backbereit. Den Ofen habe ich schon vorgeheizt auf 240 Grad Oben- und Untenhitze ohne Umluft und kommt an der unterste Schiene rein. Da spritze ich noch kurz Wasser rein. Dampf ist immer gutes Brot. Nach 10 Minuten stellen wir den Backofen auf 200 Grad und das Ganze backt dann nochmal 40-45 Minuten. Und dann machen wir noch einen Klopftest und das war's. Viel Spaß beim Nachbacken!